Welcome back to another German food review. And it's breakfast time. Good morning. And that's a breakfast from a bakery shop called Steinecke or Steinecke Brotmeisterei. Yeah, okay, I saw this bakery shop and thought, okay, let's check it out if they offer breakfast or not. And yes, they do. And then I asked to go, yes or no, and yes. But that look in the beginning, this here looks quite confusing. Or the, let's call them menus here, 1, 2, 3 rolls or a croissant. And then you have to pick your toppings. Yeah, and you have to pick it in a few seconds. That's not so good. Anyway, I picked 2 times butter, 1 slice of salami and 1 slice of cheese. So it's that menu here, 2 rolls and 4 toppings. Yeah, butter shouldn't count as a topping, but okay. I mean, 1 slice of salami. Anyway, we have to check it out. And a portion of scrambled egg. There's also a roll included. Yeah. Anyway, so 3 rolls and a little bit. Okay, let's open it, right? That's what you get, by the way. Okay, I guess that's the topping stuff. And those are the rolls. That looks interesting. Okay. Something is wrong with the rolls here. Guys, what is wrong with the rolls? The slit is missing. I mean, yeah, really. I'm not joking. Look at this here. Right? Oh, damn. This is missing. Compare this. Not sure. But okay, I guess it will taste good. So, and here's for sure a scrambled egg inside. This is warm. Okay. Oh, it looks like a big portion. Good. And no fork and things. Okay. Yeah. Took quite a while. I think she cooked it somewhere in the bag. I don't know. Let's open it. Right. 3, 2, 1. Here we go. Okay. Yeah. Well, that's okay. And I think the butter. No, we have to check out the toppings first, right? So. Yeah, no plate today. I'm too lazy. Okay. Ah, she put napkins in here. Nice. That is good. And oh, those aren't pieces of butter. It's 1 piece. That is interesting. And that's definitely enough butter. And here's 1 slice of cheese and 1 slice of salami. And if you want an extra slice of salami, you have to pay 50 cents. I'm not so sure about that price for 1 slice of salami. I mean, it's also very thin. 50 cents extra? No, guys, that's too much. Okay. Anyway, let's have this one here. This one, we need this one, this one. This one, of course. And look at this here. Army of straws. Okay, I'm hungry. Rolls. Oh, damn it. Yeah, look at this. This is very thin here. I wouldn't pay 50 cents for an extra slice. This is too expensive for my taste. Not sure what that here is. Maybe a seed. Whatever. Yeah, but I got a little more extra stuff. Honey from Caras. And Ovo Maltine crunchy cream, just for fun. Yep. Okay, let's do a thumbnail here, and then at the end time. Okay, just a good thumbnail. It has to be good enough. Okay, yeah, let's start. And first of all, let's cut the bread roll, but this is just this strange. That's really strange. Anyway, let's cut it. No, very easy to cut. Was just my skill, I'm not sure. Stripes here. I'm not sure what the standalone price is, but I guess it's not low. Over 30 cents, I guess, but I don't know it. And I have to check it next time. Yeah, so 1 slice of salami, so this is quite a lot of butter here. We have to create
two rolls, no, one salami roll, right? Oh boy, that's not enough. Anyway, and this one here. Then we put it back together, right? It's also easier to eat. Ta-da. And let's do the next one. Cutting skills, huh? And let's put a little more butter on it. Okay, and a slice of cheese. 50 cents, would you pay 50 cents for that slice of cheese? Let me know, please. I wouldn't, really, no. Oh. That was my fork, damn, I need this fork. Here it is. Okay, and this one we will prepare in a second. Let's try this stuff here, right? Scrambled egg with something on it. Is there bacon in it? I don't think so. Let's try it. Here we go. Tastes good. Nice, salty and egg. Is it better than the McDonald's one? Maybe. It tastes really good. Ah no, we can put the egg on the bread roll, right? Maybe. Oh no, it's too late, is it? Let's check this. No, it's not too late. Let's eat it like that, right? Slice of cheese, butter, right here. What is it? Gouda, maybe? I'm not really sure. It's salty cheese. It's fine. Let's put a little of their egg, scrambled egg, onto the bread roll. Is that a good idea? No idea. Will work, right? Here we go. That's good. That's quite tasty, yeah? Those bread rolls, but they look ugly. There's something missing. One more bite. Maybe we don't need this stuff here. Honey. Crunchy cream. Okay, that's enough butter. Actually, it's perfect, the perfect amount of butter. But why is it not in pieces? I don't know. Okay. Yeah, I have to put the butter on there because this stuff here is quite messy. And the honey as well. So let's try this salami. A super thin slice. 50 cents, come on guys, right here. That's okay. Yeah. Yeah, it's not bad. But not super special, post. They don't like the Starbucks. It's okay, but it's not the best Starbucks. There are better ones. First of all, here's the price. $2.60 for two bread rolls, two portions of butter and slice of salami and gouda. And the scrambled egg. Rührei. €2.95 with one bread roll included, and you can pay with plastic. Location is Checkpoint Charlie. It's one street away. Okay, one more bite from here. Yeah, the egg is okay, but four toppings for two bread rolls without butter is not enough. It should be six toppings, right? With butter. Or butter shouldn't count as a topping. Anyway,
This is quite nice. Here we go. I would buy this one again. This here, not so sure. Here we go. The egg is really, really tasty. I'm not sure what it is. There's no bacon in it. Isn't it test? But it's quite tasty. Yeah, really tasty. Steinecker. Prost. I said without water, as you can see, there's a lot of water in it, but there are 4 shots in it. I said 3, as you can see here, 3, and extra ice. There's no extra ice on it, but there are 4 shots in it. I saw it. 1, 2. Okay, and yeah, Ovo Maltine or honey. Eine Mene Mu und raus bist du, honey. Honey. Oh, honey. Yeah, let's eat honey. Golden sniff test. Oh, that smells good. Yeah, like honey. And if you don't know how honey smells, it smells just like honey. Sweet, very sweet. What? Can you see something? No, you can't. Okay, here's the honey. Honey and I think it's cheese. Okay. Let's try the honey version. Right here. No. This is also a coffee house, like Starbucks. But, yeah. Was for free or so, I think. Anyway, it's quite tasty. It's honey. It's just sweet honey. Very nice. Wow. One bite from the cheese, here we go. What a mess, but I'm too lazy today. Anyway. Yeah, honey is awesome. This one you taste really good. I think every honey, is that correct? No idea, but it's nice. It smells really good. Sniff it. Oh, this one is also really good. It's a very tasty meal. This is standalone and one bread roll. So, is there something left? No. Is that correct? Eggs? Okay, yes, that's correct. Okay, one tiny bite more right here. Writing. Thumbs up. I'm not so sure about the topping price here, but I shouldn't count as a topping. But the rest is fine. This egg, scrambled egg here is very tasty. And very friendly. Napkins included for the napkin lovers. Coffee, okay. Yeah, but I don't like this location. And yeah, in total, by the way, 555, okay. And where is this? This location is also more expensive. 345 for an iced Americano Grande. Usually it's 325. Anyway. Thanks for watching. I continue in German. So, es gibt ein Frühstück. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Und ja, ich war zu faul, irgendwas anderes zu überlegen. Bin ich rumgefahren und habe das gesehen. Oder rumgelaufen, besser gesagt. Und habe da eine Steinecke gesehen. Und ja, kennt ihr Steinecke? Oder gibt es die nur in Berlin? Ich weiß nicht, müsste ich nachgucken.
Aber das ist auch ein bisschen mehr auf der teuren Seite. Aber sieht auch alles ganz gut aus. Und die bieten auch Frühstück an, habe ich erst gefragt. Und dann hat sie gesagt, ja, bieten wir an, das steht doch da. Oh, das Schild ist ja gar nicht umgedreht. Ja, da stand irgendwas anderes drauf, aber dann hat sie es umgedreht. Und dann kommt das zum Vorschein hier. Es gibt erstmal hier diese Angebote. Ein Buttercroissant und eine Beilage, okay. Ja, ich bin nicht sicher, was die... Ein Brötchen, drei Beilagen, das ist okay. Zwei Brötchen und vier Beilagen, das habe ich genommen, das ist aber nicht so gut. Ja, und drei Brötchen und fünf Beilagen, das geht auch gar nicht klar. Das ist viel zu wenig. Also, wenn ich das nochmal kaufen müsste oder würde, würde ich das hier nehmen, ein Brötchen und drei Beilagen. Und dann seht ihr hier die Beilagen, Salami, Käse, das habe ich genommen, denn ich wusste, dass ich noch was zu Hause habe, was Süßes. Und das ist Honig gewesen und Ovomaltine, aber ich habe Honig gefuttert. Ja, und hier ist eine Butter abgebildet, aber es gab Butter hier, so. Ich weiß auch nicht, aber okay, ja, stört mich jetzt nicht unbedingt, ist okay, gibt es nichts von auszusetzen. Dazu gibt es dann noch eine Portion Rührei, das ist auch sogar eine ganze Menge. Und das kostet 3 Euro. Und da war auch ein Brötchen dabei. Okay, das wusste ich vorher nicht. Also hätte ich lieber doch das mit dem einen Brötchen nehmen sollen. Egal. So sieht es auf dem Kassenbon aus. Ja. Eine Scheibe Salami. Das, als ich das gesehen habe, dachte ich so, was? Eine Scheibe? Das geht doch gar nicht. Das reicht doch gar nicht. Aber okay. Das Ei hier ist ganz gut, sage ich jetzt schon mal. Und insgesamt 5,55. Und wenn man das noch 80 Cent weniger nimmt, würde ich sagen, es ist sogar ganz gut. Ja. Nicht schlecht auf jeden Fall. Was war noch? Nix. Ja, der Kaffee hier. Ist ja kein Kaffee, ist ja ein heißer Amerikaner. Prost. Ja, das ist nicht meine Lieblings-Starbucks-Location. Ist direkt am Checkpoint Charlie. Aber ich weiß nicht genau. Fühlt sich irgendwie anders an als die anderen. Die sind aber ein bisschen mehr überfordert. Aber... Hier sollen 3 Shots drin sein. Hier seht ihr 3. Und hier steht auch gar nicht extra erst drauf. Verstehe ich gar nicht warum. Aber da sind 4 Shots drin. Ja, wenn man den nicht checkt, dann kippt man halt mehr rein. Aber okay. Wir werden jetzt mal hier essen. Here we go. Und das Ei hier. Schmeckt richtig lecker. Ja, hier ist der Honig. Und es war... ich habe hier noch was, und zwar Ovomaltine Crunchy Cream. Werde ich mal für irgendein anderes Frühstück nochmal nehmen oder so, wenn ich sowas hier nochmal mache. Denn eine Salamischeibe, und dann ist es auch noch so eine dünne Scheibe hier, guckt euch das mal an. Eine extra Salamischeibe würde 50 Cent kosten. Würdet ihr dafür 50 Cent bezahlen? Also ich nicht. Finde ich ein bisschen übertrieben. Aber okay, genau das gleiche beim Käse, aber der ist wenigstens, ja, sieht aus wie eine richtige Scheibe Käse hier. Ja, here we go. Den werde ich ein andermal nehmen. Jetzt habe ich den Honig genommen. So, und jetzt werden wir mal hier das Ei aufs Brötchen packen. Ja. Das ist wirklich sehr leckeres Ei. Ich glaube, es schmeckt besser, oder ich glaube nicht, sondern es schmeckt einen Tick besser als das McDonald's-Ei. McDonald's-Ei schmeckt natürlich nicht schlecht, aber hier ist noch irgendwie was dran. Und es ist kein Bacon. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es schmeckt richtig lecker. Right here. Der Schnittlauch hier kann es ja auch nicht sein. Keine Ahnung, aber es hat auch lange gedauert hier. 15 Minuten oder so muss ich warten. Keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat. Aber die waren freundlich, oder die Dame. So, ist okay. Dann kommen ja auch schon schön Teller. Ja, das finde ich gut. Und für 2,95 finde ich das auch nicht so wirklich überteuert, wenn man das vergleicht mit anderen, geht es. Ein Brötchen ist dabei, here we go. Und Butter, glaube ich. Ja, und... Oh, habe ich hier noch... Irgendwas stimmt mit dem Brötchen nicht. Hier fehlt der Schlitz. Habt ihr schon mal so ein Brötchen gesehen? Normalerweise muss das anders aussehen. Nehme ich so hier. Das ist halt wie ein richtiges Brötchen. Oder Schrippe. Das ist ja eine Schrippe. Wir sind ja in Berlin. Oder ich zumindest. Schrippe, sagt man dazu. Aber das ist keine Schrippe. Hier fehlt der Schlitz. Here we go. Lecker. Ja, und ich bin zu faul, einen Teller rauszuholen. Und deshalb werde ich hier einfach mal vom Boden essen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Oder? Nee.
Ja, die Salami hier, die schmeckt, jetzt fällt es mir ein, da gibt es doch noch, wie heißt denn das? Kartenrauch oder so? Ah, nee, irgendwas mit C. Es schmeckt nicht richtig wie eine Salami, es schmeckt wie das andere Zeug. Hier, schmeckt aber okay, nur nicht so außergewöhnlich oder so. Aber schmeckt nicht nach 50 Cent. Kann man aber essen. Vier Shots sind ganz schön stark. Ja, sagt mal Bescheid, ob ihr Steinecke kennt. Oder nicht. Hier ist die Location, Charlottenstraße. Eine Straße neben Checkpoint Charlie. Steineckes Heidebrot. Backstube. Ja, aber ich finde es gut, dass sie das außer Haus machen. Auch machen sie nicht immer. Ich wollte eigentlich ein anderes Frühstück kaufen, aber die machen nichts außer Haus, alles klar. Dann gehe ich wieder. Und jetzt werden wir noch das Ding hier zubereiten. Und zwar mit sehr leckerem. Schnuppert mal dran. Riecht richtig lecker. Ja, Honig riecht, glaube ich, immer lecker, oder? Gibt es schlechten Honig? Ich glaube nicht. Also natürlich schlecht schmeckenden Honig, meine ich. Nicht irgendwie. Kann Honig schlecht werden? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, oder es wird nur hart. Können wir es dann trotzdem noch essen? Wie auch immer. Wir werden das jetzt hier mal kosten. Right here. Ja, anstatt der Salamischeibe würde ich auf jeden Fall Honig nehmen oder empfehlen. Falls die Salamischeiben immer so klein sind. Denn Honig. Schmeckt richtig geil. Der hier ist natürlich nicht von Steinecke. Habe ich schon gezeigt, der ist von Karas Gourmet Kaffeehaus. Gab es dazu irgendwann mal. Oder konnte man sich nehmen oder so, weiß ich nicht mehr. Oh, Entschuldigung. Aber okay. Ja, dafür kann man ihn mal benutzen hier. Here we go. Schmeckt richtig lecker. Klebt allerdings auch ein bisschen, also hier klebrig. Okay, jetzt werden wir hier das leckere Ei aufessen. Okay, muss ich hinter der Kamera machen. Here we go. Geht nicht. Wie am Trog. Ja, schöner Teller, aber schwierig zu essen. Okay, wenn man einen Löffel hätte, dann würde es gehen. War leider nichts dabei. Ja, werden sie wahrscheinlich nicht so oft verkaufen für to go. In dem Ding gibt es sogar eine Raucherlounge. Kann man rauchen, wenn man muss. Here we go. Das hier schmeckt wirklich sehr lecker. Honig. Ich habe jetzt Hunger auf Honig. Jetzt würde ich gerne noch einen mit Honig essen. Noch einen. Brötchen, nein, eine Schrippe. Here we go. Ja. Ist okay. Oh, das können wir hier nicht wegschmeißen. Guck mal, wie klebrig das ist. Here we go. Schmeckt sehr lecker. Also, falls ihr mal einen Karas besucht, nehmt euch Honig mit. Alles klar, Prost. Das Ei würde ich nochmal kaufen. 2,95 ist dafür nicht viel, verglichen zu anderen. Ja, man kann es auch zu Hause machen, wenn man möchte. Sagt keiner was. Bei dem anderen Ding hier, weil ich bin nicht so sicher, mit einem Brötchen vielleicht. Aber ich weiß nicht, die Butter sollte nicht als Beilage zählen, sondern irgendwie dabei sein. Ich meine, einmal Butter reicht vielleicht gar nicht. Wie auch immer, bekommt schon alles einen Daumen nach oben. Das Ei ist allerdings sehr lecker. Der Kaffee bekommt auch einen Daumen nach oben. Allerdings mag ich die Location nicht. Deshalb werde ich wieder zu einer anderen gehen.
aber heute war ich zu faul. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.